Jo Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Beta und ich hoffe mal, die Musik hat auch die letzten Folgen gestimmt, denn ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich die da überhaupt eingefügt hatte. Bin mir nicht so sicher, denn ich hatte die gefühlt nicht drin, aber na gut, kann auch wieder mal so ein Trugschluss sein. Ich meine, die Beta-Aufnahmen mache ich ja auch nur alle 2 Wochen, das heißt, da bin ich jetzt eh nicht so routiniert drin gefühlt. Also kommt mir zumindest immer so vor, denn vorhin hatte ich halt auch wieder so den Effekt, so von wegen, boah scheiße, ich habe die Beta-Welt ja gar nicht von meinem Laptop hier drauf kopiert, weil der 5.12. steht, wo ich sie zuletzt gespielt hatte, aber dann fiel mir später erst auf, ach, das muss doch richtig sein, ne, weil ich die ja nicht jede Woche mache und deswegen, also das sind dann immer so Sachen, wo man sich in seiner eigenen Routine schon wieder noch nicht so wirklich drin ist, sag ich mal. Wahrscheinlich, weil ich jetzt auch das noch nicht so lange mache, dass ich sonntags diese beiden Projekte immer aufnehme, was ja gar nicht so geplant war. Das ist ja irgendwie erst seit 4 Wochen so. Seit dem einen Mal, wo ich hier Timeline an dem Donnerstag nicht mehr aufnehmen konnte, weil das rumgebackt hat. Stimmt, ich glaube, das war der Auslöser letztendlich mit dieser Special-Folge, die ich vorhatte, wo ich nochmal die Version zurückspringen wollte. Da habe ich jetzt auch den Tipp bekommen, dass man das lösen kann. Würde ich dann demnächst vielleicht mal angehen in irgendeiner Folge, dass ich sage, in Folge 70 zum Beispiel hole ich das nach, ne? Einfach, dass man so eine runde Zahl hat als Anlass sozusagen. Ich denke mal, das wäre noch ganz passend. Also besser, als wenn man es jetzt einfach verstreichen lassen, weil ich hatte nicht vor, das wegfallen zu lassen, sondern wollte das schon noch irgendwie umsetzen. Aber man braucht da so einen Fix und da muss man sich wohl was installieren. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ja, irgendwie habe ich da mal einen Tipp bekommen. Ich muss nochmal da nachrecherchieren. Eventuell geht das ja gar nicht so schwer und dann könnte ich das auch relativ schnell hinkriegen. Dass wir einfach das auch noch nachholen, denn das war ja noch so ein offenes Thema hier, wo ich mich auch gewundert hatte, warum das nicht ging. Also das war ja richtig merkwürdig. So einen Bug habe ich noch nie gesehen, dass das einfach alles so grau wird, das Bild, ne? Und die Anwendung zwar im Hintergrund läuft, also Minecraft auch ganz normal lief, aber ich konnte es einfach nicht sehen, weil der ganze Bildschirm das verdeckt hat, diese graue Fläche, sag ich mal. Und dann habe ich aber noch kurz das Spiel gesehen, wenn sie es geschlossen hat. Da ist der graue Bildschirm halt weggegangen, also quasi, ne? Und da habe ich dann noch gesehen, wie sich das Fenster halt geschlossen hat, ja. Das war die Sache und habe ich halt schon sehr komisch betrachtet, weil das schon sehr verwunderlich ist, dass sowas überhaupt zustande kommt, muss ich ja sagen. Naja, aber egal, ist jetzt schon mehr eine Weile her und ich will mich da jetzt nicht mehr mit befassen, zumindest mir nicht mehr so den Kopf drüber zermürben. Wenn ich vielleicht eine Lösung finde, dafür ist ja alles gut, genau. So, dann hier, zack, da machen wir mal die Brücke tatsächlich ein bisschen weiter, beziehungsweise den Weg. Und Alter, irgendwie bockt das übelst in der Version hier, die Blöcke so schnell zu setzen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das bei Street schon immer in der Beta-Serie gemerkt, dass das irgendwie gar nicht mal so schlecht ist. Hier, zack, 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 ne. Irgendwie wahrscheinlich hängt das auch mit den Sounds zusammen von dem Holz. Das war ja damals auch noch komplett anders. Und ist schon was Besonderes, sag ich mal. Ja, und wir sind jetzt auch das letzte Mal planmäßig in der Version 1.5. Das wird sich ja ändern, nächste Folge. Also ich habe mich ja entschieden, das dann in der 141. anzugehen. Dass wir dann auf die 1.7 gehen, genau. Ich würde schon 1.3 sagen, aber eigentlich meinte ich 1.7.3. Genau. Und ich denke mal, das wird ganz cool da, weil wir dann endlich diese Maschine bauen können und solche Sachen. Da ist man weniger eingeschränkt, denke ich mal, und ich finde das generell eine gute Ergänzung, weil ja diese Version dann schon mal ja wieder mehr Pep reinbringt, ne? Ein paar neue Items und so, das wäre schon nicht verkehrt. Und ich denke mal, ja, sicher hat man dann andere Texturen teilweise für Cobblestone etc., aber das wird schon verkraftbar sein. Man kann aber dann auch tote Büsche finden und so. Na gut, das ist jetzt nicht so krass, aber zum Beispiel die Falltüren auch nutzen. Das wäre noch eine Idee. Und war das dann vielleicht schon so, dass man das Feld nicht mehr zertrampeln kann? Ne, ich glaube, das war erst ab der 1.2 sogar, ab der Vollversion. Das hat mich nämlich gewundert damals, da war ich mal in der 1.1 und habe die gespielt. Und da war das immer noch so, dass man das zertrampeln kann. Da habe ich mir auch gedacht, was ist das eigentlich für eine rückschrittliche Version? Beziehungsweise, ich fand halt dieses Feature schon immer schlecht, dass man, wenn man über Felder läuft, die zertrampelt. So, also einfach ganz normales Laufen, nicht durchspringen oder so. Das ist ja heute noch so, aber ich fand das irgendwie schon immer umständlich und unnötig komisch, dass da
das kaputt geht, ne? Wenn man da einfach ganz normal läuft. Und das war eben dann schon gut, dass sie das geändert haben. Ja, aber warum das dann erst eine 1.2 war, hat mich eh gewundert. Und generell hatte ich das Gefühl, dass erst die 1.2 so eine richtige Vollversion war und die davor erstmal nur so ein Vorgeschmack oder so, keine Ahnung. Die 1.0 kam nur raus, damit die Version schnellstmöglich veröffentlicht wird, also das offizielle Spiel. Und sie war aber nicht wirklich fertig, hatte ich das Gefühl, weil die 1.1 sich dann auch noch ziemlich nach Beta zum Beispiel angefühlt hat, genauso wie die 1.0 halt dann entsprechend auch. Das war schon noch nicht so komplett und erst die 1.2 hat dann alles so abgerundet. Da kam ja auch die Dschungel dazu, nochmal als großes Feature. Dann generell die neue KI für die ganzen Mobs, ne? Das ist ja auch noch ein riesiges Ding. Und dann eben so kleinere andere Änderungen, die einfach relativ revolutionär waren. Auch die Treppenfarben, die unterschiedlichen. Dann wurde die Pickup-Block-Funktion nochmal verbessert, wo ich ja dann eigentlich dachte, die gab es vorher noch gar nicht. Aber wenn ich dann hier so sehe, warte mal, wenn ich hier mittlere Maustaste mache, geht das ja schon. Das war sogar in der Alpha bereits so, also warum auch immer. Ich glaube, das hatten die sogar schon ganz am Anfang drin, in der Pre-Classic-Version. Soweit ich weiß, habe ich da mal gesehen, dass es das gab. Da haben sie aber auch teilweise jede Version hin und her gewechselt. Also da war dann immer alles wieder anders, wie es vorher war und wurde ausgetauscht neu. Ja, also ein Hin und Her war das da. Und dann ja auch mit dem Survival-Modus, das war dann mal ein paar Versionen drin. Dann hatten sie doch wieder Creative nur. Also das war alles nur so testweise. Aber war schon eine interessante Zeit, muss ich sagen. Also ich habe mir das ja auch eine ganze Weile lang immer mal angeguckt, was damals so los war in Minecraft und in den Versionen, und das war schon cool, das mal so alles zu recherchieren, ne? Naja, hatte ich auch ziemlich lange eigentlich ziemlich interessant gefunden. Also so 2012, 13 habe ich mich relativ krass damit befasst, keine Ahnung. War einfach eine ganz gute Sache. Damals kamen ja eh noch viele Updates auch, also mehr noch als heute im Jahr zum Beispiel, und da hat man da auch noch mehr mitgefiebert, so was dazukommt und was jetzt im nächsten Update wieder dabei ist und so, ne? Zum Beispiel 1.5 und 1.6 oder dann die 1.7. Ja, das war schon nice irgendwie, und das dann halt irgendwann verloren gegangen, dadurch, dass weniger Updates kamen. Also vor allem zwischen 1.8 und 1.9, dieser riesige Abstand hätte einfach nicht sein müssen, finde ich. Das war schon zu extrem, da irgendwie anderthalb Jahre zu warten. Also da hätte ich mir wesentlich mehr vorgestellt zwischendurch, und danach kamen dann zwar wieder ein paar Updates, also 2016 haben sie das so ein bisschen ausgeglichen, dadurch, dass noch 1.10 und 1.11 kamen in dem Jahr, aber trotzdem, da waren jetzt auch nicht so viele neue Features drin, also da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das so eine krassen Updates waren. Eigentlich war erst die 1.13 dann wieder ein großes Update. Auch der 1.12 hatte nicht so viel zu bieten, wenn man mal ehrlich ist, ne? Aber ja, von der 1.12 zu 1.13 war es dann zum Beispiel schon wieder ein großer Sprung. Trotzdem wundere ich mich, warum die 1.12 damals dann auch ein halbes Jahr gedauert hat, wenn da so wenig kam. Aber gut, das war ja bei der 1.15 genauso. Die hat ja auch ein halbes Jahr gebraucht für relativ wenig Features eigentlich. Aber dafür hatten sie eigentlich die 1.16 dann relativ schnell wieder fertig, ne? Die kam ja dann auch ein halbes Jahr nach der 1.15. Und da halt viel, viel mehr Content. Also das war schon krass, der Sprung dann wieder, ne? Ja, also es ist schon manchmal echt Wahnsinn, wie die das Ganze mittlerweile machen, beziehungsweise wie das so aussieht. Und ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr dann auch zwei Updates wieder kommen. Aber ich finde schon mal cool, dass sie es jetzt dieses Jahr wieder geschafft haben. Letztes Jahr ja leider nicht. Da sollte ja die 1.17 schon kommen, aber ist dann eben nicht geschehen. Naja, was willst du machen, ne? Ach Leute, warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Oh, das ist auch geil. Das erinnert mich wieder an die ersten Folgen. Das war schon eine coole Zeit auch, ne? Könnte man ja mal so drüber berichten wieder, so als Storytime. Aber mir fällt das gerade nicht so ein, beziehungsweise, ja, ich könnte jetzt anfangen darüber zu reden, aber bei 9 Minuten lohnt sich das auch nicht so wirklich. Da müsste ich jetzt noch eine Folge aufnehmen. Könnte ich natürlich machen. Und die nächste Folge wird natürlich dann auch die erste im neuen Jahr. Mal sehen, was ich da dann noch so sage. Da könnte ich noch ein paar Infos raushauen oder wie auch immer. Aber das werde ich wohl auch in den anderen Videos noch zur Genüge tun. Und ich bin mal auch gespannt auf den Jahresrückblick wieder, wie das so wird. Naja, das wird schon interessant alles, würde ich mal sagen. Und ich hoffe mal, dass ich bis dahin die ganzen Thumbnails endlich mal ordentlich einstelle, weil so viele Videos haben noch kein richtiges Thumbnail. Ich bin ja froh, dass ich The Forest da schon mal hingekriegt habe vor einer Weile, weil ich da ja auch irgendwie 3-4 Monate
gar nicht das richtige Thumbnail drin hatte für die letzten beiden Folgen, wo ich mir dann auch nur so dachte, Alter, warum habe ich es nicht geschafft? So, was ist, soll das? Naja, egal. Ja, was mache ich jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich laufe hier einfach nur rum, ne? Aber ich habe schon wieder durchgequatscht auch, also hat sich eigentlich gelohnt, würde ich mal sagen. So, vielleicht kann ich ja von hier mal so ein Bild machen, das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, sieht ganz nice aus einfach und machen wir mal, bevor es zu dunkel wird. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, also haut da rein, bis dahin und ciao.